Hallo, ich bin die Patricia. Ihr kennt mich bereits schon von den anderen Videoclips. Heute bastle ich mit euch ein Osternäschen aus dem Papp-Eierkarton und wir machen noch einen Beutel, einen Überraschungsbeutel, sag ich mal. Und das ist aus so Brotzeittüten, aus dunkle. Jetzt gehen wir erstmal, starten wir erstmal, was wir brauchen. Genau, starten wir mal hiermit. Und zwar habe ich hier auch vom Friedhof habe ich so Moos besorgt. Oder am Waldrand, es wächst überall dann so Maiglöckchen. Oder das ist, glaube ich, eine Erika. Das habe ich dann auch noch mal mitgenommen. Also was ihr einfach findet, spüttelt es einfach aus. Man sollte es halt draußen dann aufbewahren auf dem Balkon. Bei mir sind es schon ein bisschen verblüht. Dann brauchen wir einen Eierkarton. Dann brauchen wir einen Bleistift, eine Schere, einen Edding. Genau, und Farbe ist natürlich ganz wichtig. Ich habe jetzt diese Farbe, aber ihr könnt ganz normale Wasserfarbe nehmen von eurem Wassermalkasten. Dann brauchen wir Pinsel, welche auch immer, ganz egal, ein Wasserglas. Dann brauche ich Wattepads oder ja, Wattebeutel. Dann brauche ich Kordel. Genau, könnt ihr auch eine normale Kordel nehmen, die könnt ihr auch anmalen, wie auch immer. Was wichtig ist, ist, brauche ich diese Frühstücksbeutel. Da ist es ganz gut, dass ihr die dunklen besorgt, weil die hellen sind dünner, die sind stabiler und es schaut auch schöner aus mit dem Kontrast. Dann seht ihr ja, mit dem Weiß ist es ganz hübsch. Dann habe ich hier, das ist schon vorgefertigt, das ist einfach so ein bisschen buntes Papier. Könnt ihr auch Geschenkpapier nehmen, eine alte Geburtstagskarte, ist ganz egal. So, ich würde sagen, dann starten wir einfach mal. Gut, starten wir mal erstmal mit dem Beutel, mit dem Osterhasen. Dazu nehmen wir einen Beutel raus. So, dann muss ich die Ohren, ich kann die jetzt hier anzeichnen, ungefähr hier die Mitte. Das könnte so vielleicht das oberste Drittel. Dann zeichne ich mir einfach ein Ohr an. So ungefähr. Dann, damit es leichter ist, könnt ihr das einfach hier so zusammenfalten, das obere Stück. So, und dann könnt ihr immer noch ausgleichen, wenn ihr das nicht so schön gezeichnet habt, gleicht es ein bisschen aus. Oder das Ohr ist jetzt ein bisschen arg rund, wäre schöner, wenn es ein bisschen flacher ist. Aber das kann ich ja ausgleichen, indem ich das einfach hier ein bisschen mehr abnehme. So, ich mache es jetzt ein bisschen flacher, ein bisschen spitzer. Na? So, es muss auch nicht perfekt sein. So habe ich jetzt meine Ohren, so ganz, so leicht ist das. Ich habe da jetzt einfach nur so ein bisschen Papier reingestopft, damit das, weil ich habe nichts reingetan zum Füllen. So. So wird es dann. Wird es dann hier zusammengebunden. Aber erstmal, das ist das Erste, weil es leichter ist, wenn man es jetzt macht, male ich mir hier, ihr seht ja ungefähr hier den Bruch und da fängt ungefähr das Näschen an. Dann mache ich mir hier einfach so in der Mitte so ein Dreieck. So. Und dann den Mund. Dann mache ich mir hier ein paar Augen. So, und auf der anderen Seite auch ein paar Augen. Genau, und damit der Hase vielleicht ein bisschen guckt, mache ich mir noch die Iris. So. Ihr könnt es auch, wenn ihr wollt, ihr könnt auch so ein paar Wimpern dran setzen. Genau. Könnt ihr auch machen. Also, ne? Das ein bisschen länger. So zum Beispiel. Gut, dann nehme ich dieses Wattepad. Ich habe das jetzt einfach in der Mitte auseinandergeschnitten. So. Genau. Dann nehme ich mir mein Glas, mache ein bisschen Farbe rein. Schon schneiden. Ups,
viel. So ein bisschen Wasser. Und dann rühre ich die Farbe an. Und wie gesagt, lieber ein bisschen weniger Wasser. Oh, bei mir ist schon sehr flüssig. So, dann mache ich dem Häschen einfach hier so ein paar Backen hin. Auf der anderen Seite auch. Das können Sie heller oder dunkler machen. Und dann einfach hier noch an den Ohren habe ich hier auch noch ein bisschen Farbe reingemacht. Das fand ich ganz süß. Die klebe ich dann hier drauf. So dran. So, und das, was ich vergessen habe, ist Uhu natürlich. Dann machen wir hier Uhu drauf. Oh, uiuiui. Ups, ein bisschen viel. Und verteile ich es einfach ein bisschen. So. Also vielleicht nicht so viel Uhu. Lassen wir dann trocknen. Ich fühle das jetzt einfach nur, dass ihr das ein bisschen seht. Ich das jetzt mal mit dem Tüte. So, da. Ich nehme jetzt einfach nur Papier, eine Papiertüte. Da macht ihr natürlich eure Überraschung rein. Dann nimmt sie ein Stück Kordel. So, das bindet sie jetzt einfach hier zu. Ja, das muss man dann ein bisschen zurecht tropfen. Können Sie eine Schleife machen. Vorsichtig. Noch ein bisschen fester, damit die Ohren beide auseinander gehen. Das muss man dann so ein bisschen hintrapieren. Andere Häschen. Können Sie das Gesicht auch ein bisschen kleiner machen? Dann starten wir mal mit dem anderen. Was ihr auch noch machen könnt, wenn ihr wollt, ihr könnt auch noch so einen Anhänger machen. Ich habe mal schnell einen vorbereitet. Ich sage mal einfach so 5 cm oder 6 in dem Fall. Dann könnt ihr das hier so ein bisschen übers Eck machen. Das schaut ein bisschen schöner aus. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. Einfach eine Pappe. Ihr könnt alles, lasst eure Fantasie freien Lauf.
ganz schön, wenn das hier so eine Ecke ist. Einfach nur so abschneiden. Und dann nochmal die gleiche Ecke. Genau, dann könnt ihr hier mit der Schere, eine spitze Schere, könnt ihr hier ein Loch reinbohren. Oder was auch ganz gut ist, wenn ihr ein Loch habt, das funktioniert jetzt mit der Schere nicht. Und dann könnt ihr das noch dran machen. Dann schreibt ihr da drauf, frohe Ostern. So rum. Frohe Ostern. Und dann könnt ihr das, wenn ihr möchtet, da noch da dran hängen. So könnt ihr auch ein buntes Papier nehmen oder auch, was ich hier habe, so ein buntes dran hängen. Das schaut sicherlich auch ganz hübsch aus. Ich bohre es jetzt damit durch, weil ich die falsche Schere habe. Oder ihr malt es an, also wie gesagt, ist auch geil, ihr könnt es auch einfach so ein bisschen anmalen. Das lassen wir jetzt trocknen und dann könnt ihr das da dran hängen. Ja, auch frohe Ostern, das wäre auch ganz süß. Oder ihr könnt es auch da mit dran machen oder da reinstecken zum Ei. Probiert es einfach aus, seid kreativ, tut es euch aus. Jetzt mache ich mit euch mal das andere. So, jetzt brauche ich die den Pappkarton, den Eierkarton. Das machen wir mal ab. Den male ich jetzt einfach an. Da nehme ich mir einen größeren Pinsel, weil ganz ehrlich gesagt, das geht schneller. Ne? Da, also ich habe jetzt alles angemalt. Hier habe ich ja was reingeklebt. Dann kann ich das aussparen. Ja. Mache ich den ganzen Karton an. Und wie ihr merkt, was auch immer ist, in der Zeit, wo ihr bastelt, da fällt einem wirklich dann immer neue Ideen ein. Also ruhig. Es ist nur eine Vorlage für euch, was ich halt toll finde, dass es nichts kostet. Eier, viele essen Eier, dann habt ihr ja wahrscheinlich eh zu Hause so Eierkartons. Und Wattepads hat sicherlich die Mama oder ihr selber. Karton kann man auch eine andere Kordel nehmen. Wie gesagt, die anmalen. Ich mache das jetzt ganz grob. So, jetzt habe ich das hier angemalt und es muss, könnt ihr ganz grob machen. Und wenn ihr damit fertig seid, dann habe ich hier schon mal was ausgeschnitten. Da könnt ihr von der Geburtstagskarte ein Papier nehmen, einen Pappkarton. Hier habe ich das vorbereitet, mit habe ich schon mal frohe Ostern drauf geschrieben. Das war irgendwie eine Verpackung. Dann gehe ich hin und klebe das ein. So, ups. Ein bisschen viel. So. Na, ist mir ein bisschen viel drauf. So, das legen wir hier rein. Und dann mache ich als nächstes das Nest. Da habe ich hier ein paar Blumen besorgt und Moos. Das können Sie auch, also ich habe es jetzt vom Friedhof. Das schaut nämlich ganz süß aus. Das tut sie einfach hier rein. Da könnt ihr noch ein bisschen Erde reinmachen. So. Ja, so müsst ihr ein bisschen die hängen leider schon ein bisschen die Köpfe. Und auf der anderen Seite mache ich auch ein bisschen Moos noch. Hier so überall ein bisschen. Ihr könnt es auch in Enzian reinmachen, ist eigentlich egal, was ihr so findet. Das tun wir mal auf die Seite. Könnt ihr
da ein Osterhäschen reinsetzen. Ihr könnt noch ein Ei reinsetzen. So. Ich tue das mal nur ein bisschen stützen, dass ihr das besser seht. Habe ich hier noch ein Ei, da könnt ihr was draufmalen. Ihr könnt kleine Herzchen draufmalen. Ihr könnt es einfärben. Das ist jetzt nur ein Beispiel für euch. Oder Schleifen oder Schmetterlinge und so weiter und so fort. Das setzt ihr dann da rein, da könnt ihr kleine Eier reinmachen und schwuppdiwupp ist euer Osternest fertig. Hab, hoff, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Eure Patricia. Viel Spaß euch. Oh.